der Megacities der Antike. Alexandria. 331 vor Christus gegründet von Alexander dem Großen. Der griechische Feldherr hatte Ägypten erobert und wollte sich mit einer neuen Königsstadt am westlichen Nildelta für alle Zeiten ein Denkmal setzen. Seine Baumeister entwarfen die Stadt am Reißbrett und schufen aus dem Nichts eine Weltstadt. Alexandria war über Jahrzehnte die größte Baustelle der Antike und zog Menschen von überall her an. Darunter die bedeutendsten Denker der damaligen Zeit. Alexandria wurde zum kulturellen Zentrum der antiken Welt. Heute leben in der zweitgrößten Stadt Ägyptens mehr als 4 Millionen Menschen. Die moderne Metropole hat das antike Alexandria unter Beton und Asphalt begraben. Nur tief unter der Stadt und in der Weite der ägyptischen Wüste finden sich Zeugnisse, die von der geheimnisvollen Vergangenheit Alexandrias berichten. Welches Wissen bewahrte die sagenumwobene Bibliothek von Alexandria? Wo stand der berühmte Leuchtturm, eines der 7 Weltwunder der Antike? Was zog die Menschen aus aller Herren Ländern nach Alexandria? Eines dieser Schicksale ist uns überliefert. Die Geschichte von Agnodike, die aus Athen in die junge Metropole kam, um hier ihr Glück zu machen. Der kometenhafte Aufstieg Alexandrias beschäftigt den französischen Archäologen Jean-Yves Empereur seit mehr als 10 Jahren. Er leitet das Institut zur Erforschung Alexandrias, das Centre d'études Alexandrines. Seine Forschungsergebnisse zeigen die antike Metropole als Stadt von gewaltigen Dimensionen. Die Straßen sind breiter als in jeder anderen Stadt. Die Kanopische Straße war mehr als 30 Meter breit. Das ist unglaublich, verglichen mit Athen oder Korinth. Als ob man New York mit Paris oder London vergleichen wollte. Und sie hatten sogar einen Wolkenkratzer, den Leuchtturm. Wer aus dem alten Griechenland kam, von den griechischen Inseln, muss ziemlich beeindruckt gewesen sein von der Stadt. Meter hoch ragte der Leuchtturm mit seiner strahlend weißen Marmorfassade in den Himmel. Er war eine unübersehbare Landmarke und Zeichen der Macht Alexandrias. Im Jahre 299 vor Christus wurde der Bau des Leuchtturms nach den Plänen des Sostratos von Knidos begonnen. Nach 20 Jahren Bauzeit steht der gigantische Turm kurz vor seiner Vollendung. Ein Symbol der Hoffnung für alle, die von weit her nach Alexandria kommen. Auch für Agnodike, deren Geschichte der römische Gelehrte Hyginius für die Nachwelt festgehalten hat. Von dem Wahrzeichen ist nichts geblieben. Selbst seine Lage ist nicht eindeutig bestimmt. Auch wenn vieles darauf hindeutet, dass er hier gestanden hat. Heute wird die Hafeneinfahrt von einem Bau aus dem 15. Jahrhundert dominiert.
der Zitadelle Cape Bay. Das arabische Fort wird seit kurzem restauriert. Eine seltene Gelegenheit, hinter die Geheimnisse des Baus zu gelangen. Waren die Trümmer des Leuchtturms das Baumaterial für die Zitadelle? Ein deutscher Ingenieur hat Anfang des 20. Jahrhunderts eine groß angelegte Untersuchung über die Zitadelle gemacht. Und er behauptet aufgrund Studien von den arabischen Autoren, dass sich der Pharos-Stumpf immer noch in der Zitadelle selber, in dem Hauptturm, befindet. Dies kann aber nur durch Grabung untersucht werden. Und wir sind jetzt dabei, rund um den Turm herum an verschiedenen Stellen Sondagen zu machen. Das heißt, in kleinen Fenstern runter zu gucken auf den Fels, um zu sehen, ob wir irgendwo die Abmessungen für die Fundamente finden, irgendwelche Spuren, die auf den Leuchtturm hinweisen. Katrin Machinek arbeitet als Architektin im Team von Dr. Empereur. Unter der Zitadelle liegt ein riesiger Wasserspeicher. Die Soldaten sollten auch eine lange Belagerung überstehen können. Die Zisterne erweist sich als Museum der Baugeschichte. Korinthische Kapitelle, antike Säulenelemente. Sind darunter auch Bruchstücke des Leuchtturms? The site of Cape Bay is a mixed site of architectural pieces belonging to the lighthouse. Am Cape Bay fand man auch Überreste des Leuchtturms. Wir konnten ein riesiges Tor rekonstruieren, mehr als 12 Meter hoch. Torpfosten und Querbalken sind aus Granit, aus Aswan. Wir fanden auch riesige Statuen, die noch zu Füßen ihrer Sockel lagen. Es sind Statuen der ptolemäischen Könige und Königinnen. Sie standen in der Antike hier am Leuchtturm. Die Zitadelle Cape Bay nimmt wahrscheinlich heute jenen Platz ein, an dem einst der mächtigste Leuchtturm aller Zeiten stand. 1500 Jahre lang führte er die Seefahrer sicher in den Hafen Alexandrias, bevor ihn ein Erdbeben fällte. Geblieben ist sein Mythos. Die besten Baumeister ihrer Zeit hatte man nach Alexandria geholt, um das Wunderwerk zu schaffen. Unter ihnen Krates, der Bruder von Agnodikes Mutter. Als junger Ingenieur war er dem Ruf Alexanders des Großen hierher gefolgt. Krates, o Theos? Agnodike kommt aus Athen. Eine beschwerliche und gefahrvolle Seereise liegt hinter ihr. Agnodike hat einen kühnen Plan, den sie nur in Alexandria verwirklichen kann. Die Anfänge Alexandrias liegen mitten im Meer, auf einer kleinen Felseninsel vor der Küste. Nelson Island. Der Archäologe Paolo Gallo hat nach jahrelangem Kampf mit den Behörden erreicht, dass er als erster die karge Insel mitten in einem militärischen Sperrgebiet erforschen durfte. Professor Gallo erwartet sich hier wichtige Aufschlüsse über die Gründungsgeschichte Alexandrias. Und die ersten Befunde scheinen ihm recht zu geben. The most striking feature of what we found. Das Besondere an unserer Grabung ist, dass es hier die einzigen unzerstörten Schichten aus der allerersten Epoche gibt. In Alexandria selbst ist es sehr schwer, Überreste aus der Zeit der ersten Ptolemäer zu finden, die noch in situ, am ursprünglichen Ort sind. Hier haben wir Keramiken und Alltagsgegenstände gefunden, die offensichtlich einfach zurückgelassen wurden. Zur großen Überraschung Gallos wurde der Stützpunkt kurz nach der Gründung Alexandrias verlassen
und die Insel seither nicht wieder besiedelt. Dicht unter der Oberfläche tauchen die Grundmauern eines größeren Baus auf. Stand hier ein Tempel, ein Leuchtturm oder eine militärische Anlage? Durch Zufall entdeckten die Archäologen an der Steilküste auch den Eingang zu einem unterirdischen Stollen, Teil einer antiken Zisterne. Im 17. Jahrhundert suchten hier Seefahrer aus dem Gefolge Admiral Nelsons Zuflucht. Hier steht Harry Lukes, 1658. Und das ist sein Porträt, typisch für jene Zeit, mitsamt dem Spitzbart. Schon zwei Jahrtausende zuvor hatten die Männer Alexanders des Großen ihre Lager auf der Insel aufgeschlagen. Wir entdeckten die Häuser der Soldaten aus jener Zeit. Es war mit Sicherheit eine militärische Garnison, denn wir haben Katapultgeschosse in den Häusern gefunden. Die Insel liegt strategisch günstig, direkt gegenüber Kanopus, dem bis zur Gründung Alexandrias wichtigsten Mittelmeerhafen Ägyptens. Von Nelson Island aus kontrollierte Alexander der Große den ägyptischen Hafen. Und er konnte den Bau seiner eigenen Königsstadt vorantreiben. Diese Garnison war nur für eine kurze Zeit besetzt. Nicht mehr als 30 oder 40 Jahre. Danach wurde sie vollständig aufgegeben. Die Insel wurde verlassen, weil sie ihre strategische Bedeutung verloren hatte. Denn nun war der neue Hafen von Alexandria in Betrieb. War die Insel auch eine Art Planungsbüro für die Stadt, die drüben auf dem Festland in die Höhe wuchs? Alexandria ist eine Stadt aus der Retorte. Wie komplex die antiken Bauingenieure planten, zeigen neuere Grabungen. Die Archäologen aus dem Team von Dr. Empereur sind mittlerweile Spezialisten für Rettungsgrabungen auf Baustellen. Denn wo immer sich ein Zugang zum antiken Alexandria bietet, beginnt für die Archäologen ein Wettlauf mit der Zeit. Viele aussichtsreiche Fundorte werden von Bauunternehmern in kürzester Zeit wieder zugeschüttet. Denn für sie ist jeder Grabungstag der Archäologen ein finanzieller Verlust. Um in Alexandria bis zu den Schichten aus der hellenistischen Epoche zu gelangen, muss man 12 Meter tief graben. Durch eine Schicht aus dem Mittelalter, eine arabische Schicht und eine Schicht aus der römischen Epoche. Wir wollen uns durch all diese Schichten hindurch graben bis zum Felsenuntergrund. Dieser Ort in der Nähe des antiken Palastbezirks ist seit Gründung der Stadt durchgehend bewohnt. Eine eindeutige Abfolge der Epochen nur schwer zu erkennen. Und doch stießen die Archäologen hier auf Fundstücke, die die Weitsicht der griechischen Stadtplaner unter Beweis stellen. Zisternen und vor allem Wasserleitungen. Die Funde zeigen, auf welch fortschrittliche Weise die Ingenieure Alexandrias das Problem einer Stadt ohne eigene Quellen lösten. Für die neue Metropole bauten sie als erstes ein Wasserleitungsnetz aus vorgefertigten Tonröhren. Wie bei modernen Leitungen passen auch die antiken Rohre durch konische Endstücke genau ineinander. Massenfabrikation.
Zehntausende solcher Rohre müssen im Untergrund Alexandrias verlegt worden sein. Und zwar bevor mit dem Straßenbau begonnen wurde. Die gesamte Infrastruktur, der Verlauf der Straßen und Wege und die Lage der Gebäude muss von Anfang an im Detail festgestanden sein. Ein Meisterwerk der Planung. Gespeist wurde das raffinierte Wasserleitungsnetz über Kanäle aus dem Nil und aus natürlichen Reservoirs des Umlandes. Kilometer landeinwärts liegt die Region Fayum, die in der Antike die Kornkammer Alexandrias war. In der fruchtbaren Region scheint die Zeit bisweilen stehen geblieben zu sein. Hier hat sich bis heute die ebenso geniale wie einfache Technik der antiken Wasserbauer erhalten. Vom Wasser selbst angetrieben befördern Wasserräder das wertvolle Nass in Hohlräumen nach oben, wo es dann in Kanälen weiterfließt. In Alexandria musste das Wasser gesammelt und verteilt werden. Eine unterirdische Zisterne. Isabelle Héry vom Centre d'études Alexandrine erforscht seit Jahren die verborgenen Wasserspeicher der Stadt. Die Zisterne El Nabi ist die am besten erhaltene. Sie stammt aus der Zeit der arabischen Herrschaft in Alexandria. Das Baumaterial stammt von Gebäuden, die schon längst zerfallen waren, als die Zisterne gebaut wurde. Deshalb kann sie uns auch etwas über jene Zeit erzählen, die der arabischen Epoche vorangegangen ist. Die Araber kamen im 8. Jahrhundert nach Christus und bauten riesige Zisternen, um die Menschen mit Wasser zu versorgen. Als die Griechen 1000 Jahre zuvor Alexandria erbauten, lösten sie das Problem der Wasserversorgung auf eine andere, nicht weniger spektakuläre Art. Donc est un réseau dynamique formé de canaux creusés dans la roche profondément. Es war ein dynamisches System mit fließendem Wasser in Kanälen, die tief in den Felsen gegraben waren. Diese Kanäle waren mit einem Seitenarm des Nils verbunden. Das Wasser wurde über offene Kanäle oder Aquädukte in ein unterirdisches Kanalnetz geleitet und kam über Ziehbrunnen direkt in die einzelnen Häuser. Nur wenige Jahre nach der Stadtgründung, im Jahr 331 vor Christus, war die Einwohnerzahl Alexandrias auf eine 500.000 Menschen emporgeschnellt. Schon in der Planungsphase berücksichtigten die Baumeister die zukünftige Besiedelung und entwarfen ein rechtwinkliges Straßennetz, das auch ein hohes Verkehrsaufkommen bewältigen konnte. Die beiden zentralen Verkehrsachsen des modernen Alexandria gehen auf die Gründungszeit zurück. Unverändert in den Dimensionen seit über 2000 Jahren. Prächtige Paläste und Tempel säumten damals die Alleen. Doch wie lebten die gewöhnlichen Alexandriner? Gregor Majcerek von der Universität Warschau ist es gelungen, die Überreste von Wohnhäusern aus der Anfangszeit der Stadt auszugraben. Alle Grundstücke waren gleich groß. Jeder hatte ungefähr 25 mal 25 Meter für sein Haus. Wir glauben, dass diese Strukturen auf die Zeit Alexander des Großen zurückgehen
und für fast vier Jahrhunderte Bestand hatten. Auf Parzellen von rund 600 Quadratmetern spielte sich das Leben einer wohlhabenden Familie ab. Eine großzügige Stadtvilla mit Platz für Garten und Stall. Entdeckungen wie dieses Haus mit seinem griechischen Mosaik sind selten. Aber noch rarer sind Gegenstände aus dem Alltag der Alexandriner. Im griechisch-römischen Museum in Alexandria werden die wenigen Zeugnisse jener Zeit bewahrt. Unter ihnen die wertvollen Tanagra-Figuren. Man fand sie immer in den Gräbern junger Frauen. Wahrscheinlich waren sie schon zu deren Lebzeiten ihre Begleiter. Spielzeug und Glücksbringer zugleich. Alexandria ist nicht nur die modernste Stadt, sie ist auch das Zentrum des Wissens ihrer Zeit. Nur hier kann sich Agnodike ihren größten Wunsch erfüllen. Sie will Medizin studieren und Ärztin werden. Auch in Alexandria ist das für eine Frau undenkbar. Ein Tabu, das Agnodike brechen muss, um an ihr Ziel zu gelangen. Im weltoffenen Alexandria war das Bild der Frau vom griechischen Ideal geprägt. Das belegen die Details der Tanagra-Figuren. Ihre kunstvolle Bemalung hat sich über Jahrtausende erhalten. Die Figuren zeigen, dass sich die Frauen Alexandrias nach griechischer Mode kleideten und frisierten. Doch folgten sie auch ansonsten den griechischen Konventionen? In Alexandria waren die Griechen auf eine pharaonische Tradition getroffen. War in Griechenland für eine Frau das Leben nur innerhalb ihres Hauses vorgesehen, kannte man in Ägypten sogar mächtige Herrscherinnen. You could find all the races of the Menschen aus aller Herren Länder waren hier zu finden. In der Bibliothek gab es Bücher in allen im Altertum bekannten Sprachen. Sie wurden aus dem Ägyptischen, Aramäischen oder Hebräischen ins Griechische übersetzt. Alexandria war der kulturelle Schmelztiegel der Antike. Wie jede Großstadt war Alexandria von Anfang an auch eine gigantische Produktionsstätte. Die Notwendigkeiten des engen Zusammenlebens führten zu Arbeitsteilung und Spezialisierung. Auf der Straße versuchten die Menschen, ihre Güter zu verkaufen. Dort versorgte man sich auch mit Essen. Zu Hause nahmen die einfachen Leute höchstens das Abendessen ein. Das Frühstück bestand in der Regel aus Brot, eingetunkt in unverdünnten Wein. Wo heute die Fischer ihren Fang an Land bringen, entluden vor 2300 Jahren Sklaven die Handelsschiffe der Antike. Güter aus dem gesamten Mittelmeerraum wurden hier umgeschlagen. Der Hafen Alexandrias war Ägyptens Tor zur Welt. Das antike Alexandria war zu Beginn des 19. Jahrhunderts fast vollkommen vergessen. Da machte ein einfacher Fuhrunternehmer durch einen Zufall eine sensationelle Entdeckung. Sie brachte die im Untergrund der Stadt verborgene Geschichte wieder ans Licht und erzählte Erstaunliches über das Leben in dieser griechischen Stadt auf ägyptischem Boden. Seine Entdeckung begann damit, dass er wie jeden Morgen in aller Frühe sein Pferd anspannte, um seine Dienste in den Straßen Alexandrias anzubieten. In einer der engen Gassen brach plötzlich die Straße unter ihm ein. Es öffnete sich der Eingang zu einer längst vergessenen Welt. Die Stadt der Toten. Die Katakomben Kom el-Chokafa. 20 Meter unter dem Trubel der modernen Hafenstadt liegt ein weit verzweigtes Höhlensystem.
Hier bestatteten die Alexandriner ihre Toten. Der Sarkophag ist geschmückt mit griechischen Weinreben und mit ägyptischen Göttern. Ausdruck für das friedliche Zusammenleben der griechischen Neuankömmlinge mit der angestammten ägyptischen Bevölkerung. Die Bedingungen dafür hatte General Ptolemäus geschaffen, der nach dem Tod Alexanders des Großen die Macht übernahm. Seine Nachfolger setzten diese Politik fort, und so entstand die ptolemäische Kultur, weltoffen und fortschrittsgläubig. Alexandria wurde zum Zentrum des Wissens. Deshalb ist auch Agnodike nach Alexandria gekommen. Aber weil ihr der direkte Weg verschlossen ist, greift sie zu einer gefährlichen List. Sie muss sich in einen Mann verwandeln. Krates hat versucht, sie umzustimmen. Doch seine Warnungen können sie nicht aufhalten. O Pontes Theoi, Tito Brahma, Theapokeiris Authentitrichas, Theapokeiris Otandes Trichas. Agnodike ist kühn, aber sie ist sich der Gefahr bewusst, in die sie sich begeben muss, will sie teilhaben an der den Männern vorbehaltenen Welt des Wissens. Wissen ist Macht. Dies war die Erkenntnis der ptolemäischen Herrscher. Und sie hinterließen eindrucksvolle Monumente. Für Dr. Empereur ist der Tempel von Taposiris ein eindrucksvolles Beispiel dafür, welche Prachtbauten Alexandria einst geschmückt haben müssen. Taposiris liegt weit im Westen Alexandrias und markiert den ausgedehnten Machtbereich der Ptolemäer. Die gesamte Region war ein florierendes Wirtschaftsgebiet mit Hafen, Lagerhallen, Weingütern und ausgedehnten Manufakturen. Der Tempel lag strategisch günstig. Hier endete der Herrschaftsbereich Alexandrias, begrenzt von einer befestigten Mauer. Jeder, der nach Alexandria wollte, musste Abgaben entrichten. Dort am See befand sich ein Tor. Und selbst Schiffe konnten nur an einer Stelle passieren. Auch sie mussten Steuern bezahlen, um nach Alexandria zu gelangen. Die ganze Gegend war dicht besiedelt. Eine eigene Stadt umgab den Tempel, mit einer kompletten Infrastruktur. Neben dem Tempelbezirk gab es ausgedehnte Wohnstätten und Handwerksbetriebe produzierten Güter aller Art. Bis heute liegen hier die Scherben von Hunderttausenden von Amphoren, antike Müllhalden. Das ist nur ein kleiner Teil der Scherben. Man sieht hier schön den spitz zulaufenden Boden der Amphoren. So konnte man sie einfach in den Sand stellen, in die Brennöfen oder die Transportschiffe stapeln. An diesem Griff ist noch der Fingerabdruck desjenigen zu sehen, der die Amphore einst gemacht hat. Tausende von Amphoren wurden hier hergestellt. Eine wahre Massenproduktion für Alexandria und den Rest des Mittelmeerraums.
Nicht viel anders hat eine Massenproduktion in der Antike ausgesehen. In einem abgelegenen Flusstal im Landesinneren werden noch heute Amphoren hergestellt. Zu Tausenden. Die Technik hat sich nicht verändert. Nach wie vor holen die Menschen den Rohstoff Lehm aus dem Fluss. Amphoren sind auch heute noch aus dem Alltag der Menschen nicht wegzudenken. In ihnen werden Lebensmittel kühl aufbewahrt oder von Ort zu Ort transportiert. Wie in den Produktionsstätten rund um Alexandria gibt es keine Maschinen. Alles ist reine Handarbeit. Ein Zufallsfund gibt Auskunft darüber, wie Tongefäße in so gewaltigen Mengen hergestellt werden konnten. Unter einem Berg von Scherben wurden diese Reste eines antiken Amphorenofens freigelegt. Er war bei einer Explosion zerstört worden. Mehr als 600 Amphoren konnten hier gleichzeitig gebrannt werden. Diese Öfen stecken voller Rätsel. Man kann an den riesigen Scherbenhaufen sehen, wie viel beim Brennen schiefgehen konnte. Es ist nicht einfach, die Hitze zu kontrollieren. Allein die Brennkammer für das Feuer ist über 2,5 Meter hoch. Im Hinterland Alexandrias sind solche Brennöfen bis heute in Betrieb. Einmal in der Woche wird die Produktion der letzten Tage gebrannt. Ton war der universelle Werkstoff der Antike. Billig, unbegrenzt verfügbar, leicht zu formen und dauerhaft. Wie schon in der Antike hüten Männer das Feuer die ganze Nacht hindurch. Amphoren oder Wasserleitungsrohre. Diese frühe Massenproduktion von Gebrauchsgegenständen war eine der Grundbedingungen für das Entstehen großer Städte. Agnodikes Verwandlung ist vollendet. Aber wird die Täuschung auch gelingen? Die Bibliothek von Alexandria, das Ziel von Agnodikes Wünschen. Forschen und lehren die berühmtesten Gelehrten ihrer Zeit. Archimedes, Euklid oder Eratosthenes, der bereits herausgefunden hat, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Die Bibliothek ist berühmt in der ganzen Welt. 700.000 Schriftrollen werden hier aufbewahrt. Das gesamte Wissen des Altertums. Bei der Wissensbeschaffung beschreiten die Ptolemäer auch ungewöhnliche Wege.
Jedes Schiff, das im Hafen von Alexandria ankommt, muss alle mitgeführten Schriftstücke der Bibliothek überlassen und bekommt Kopien zurück. Für Agnodike öffnet sich eine Schatzkammer des Wissens. Niemand ahnt zu jener Zeit, dass keine einzige der Schriftrollen erhalten bleiben wird. Die Bibliothek und ihre Schätze werden ein Raub der Flammen. Es gibt allerdings einen Ort, wo sich Papyrusrollen aus jener Zeit erhalten haben. Teptunis, am Rande der Wüste. Seit 20 Jahren gräbt ein französisch-italienisches Team die Überreste einer ptolemäischen Stadt aus. Was in Alexandria unter vielen Schichten der Stadtgeschichte verborgen ist, liegt hier unmittelbar unter dem Wüstensand. Das Außergewöhnliche an Teptunis sind aber nicht die Ruinen. In dem extrem trockenen Klima haben sich Tausende von schriftlichen Zeugnissen aus der Gründungszeit Alexandrias erhalten. Ein Eldorado für den Papyrologen Professor Galazzi, den Leiter der Grabungsmission. The papyrus was used in all Egypt and also in Greece and in Europe. Papyrus wurde nicht nur in Ägypten, sondern auch in Griechenland oder Europa benutzt. Aber dort kann man keine Papyri mehr finden, genauso wenig wie in Alexandria. Die Feuchtigkeit hat alles zerstört. Aber hier in diesem kleinen Ort hat die Wüste alles bewahrt. Selbst in Ägypten gibt es wenige Orte, wo man Schriftrollen entdecken kann. Aber in Teptunis haben wir schon 3000 Papyri ausgegraben. Die Funde von Teptunis lassen ahnen, welche Schätze sich in der Bibliothek von Alexandria befunden haben müssen. Schon diese Papyri sind eine einzigartige Informationsquelle über das Leben in der Antike. All the papyri give us a view of daily life. We have the receipt or the taxes. Papyri erzählen viel über das alltägliche Leben. Auf Steuerquittungen stehen die Namen von Menschen, die hier gewohnt haben. Manchmal findet man Rechnungen der Lebensmitteleinkäufe. Andere sind offizielle Dokumente über Geburten, Todesfälle oder eine Heirat. Es gibt auch Verträge. Wenn man all diese Informationen zusammenführt, dann erhält man einen genauen Einblick in den Alltag vor 2000 Jahren. View of the life in this village 2000 years ago. Eine Bibliothek gab es nicht in der Provinz. Die Papyri von Teptunis stammen aus Wohnhäusern und Ämtern. Mit der breiten Prozessionsstraße und ihrem geometrischen Grundriss zeigt Teptunis Ähnlichkeiten mit der Hauptstadt Alexandria. Und wie in Alexandria finden sich Belege für eine Vermischung der Kulturen. Griechische Säulen, weit im ägyptischen Hinterland. Womöglich war dieses Haus der Sitz eines reichen Kaufmanns, der sein Vermögen mit dem Handel über die Karawanenstraßen machte. Die Ptolemäer behielten auch in Ägypten ihren griechischen Lebensstil bei. Ein eigener Tempel war dem Gott Hermes gewidmet und luxuriöse Bäder versüßten den Alltag in der Wüstenstadt. Fußbodenheizung inklusive.
Die brüchigen Papyri müssen noch vor Ort konserviert werden. Nach Jahrhunderten im Wüstensand enthüllen sie den Wissenschaftlern ihre Botschaft. Die Texte sind auf Griechisch abgefasst, aber auch auf Demotisch, der ägyptischen Alltagsschrift. Papyrus war ein Massenprodukt, wie heutiges Schreibpapier. Die einzelnen Papyri wurden zu einer ganzen Rolle zusammengehängt. Meistens ergaben 20 Blätter eine Rolle von über 3 Metern Länge. Und wenn man ein Stück brauchte, wurde es einfach davon abgeschnitten. Die meisten Papyri von Teptunis berichten von ganz alltäglichen Dingen. Es sind Kaufverträge, Steuerbescheide oder Pachterhebungen. In der Bibliothek von Alexandria dagegen wurden die Schriften aller großen Gelehrten der Zeit aufbewahrt. Aus Mathematik, Geometrie und Astronomie. Aber auch historische Werke, Landkarten und bahnbrechende medizinische Abhandlungen. All das liegt für Agnodike bereit. Doch die Bibliothek birgt auch Geheimnisse, die den meisten hier verschlossen sind. In Alexandria lehrt der berühmte Arzt Herophilos, dessen ungewöhnliche Forschungsmethoden nicht nach außen dringen sollen. Von Neugier getrieben, wagt es Agnodike, sich unter seine Schüler zu mischen. Herophilos ist der Begründer der modernen Anatomie. Er gewinnt seine Erkenntnisse am menschlichen Objekt. Selbst in der Stadt der Wissenschaften ist das ein Tabubruch ohnegleichen. Den Körper eines Verstorbenen aufzuschneiden, statt ihn würdevoll zu bestatten, verstößt gegen den Willen der Götter. Prosekete. Schwebt Agnodike in höchster Gefahr. Wird ihre Identität entdeckt, ist sie ihres Lebens nicht mehr sicher. Fundstücke Professor Galazis überliefern in der Regel weniger brisante Inhalte, jedoch nicht weniger Menschliches. Hier geht es um ein Treffen mehrerer Priester. Da steht, wann dieses Treffen stattfand und die Namen der Teilnehmenden. Und sogar die Information darüber, was die Mitglieder des Ordens und die Gäste bei dem Treffen getrunken haben. Sie tranken Bier. Seit der Gründung veränderte Alexandria immer wieder das Gesicht. Nach den Griechen kamen die Römer, dann übernahmen vorübergehend die Araber die Herrschaft. In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts schließlich war die antike Metropole eine von mediterraner Architektur geprägte Hafenstadt. Heute hält der Fortschritt mit dem Bau moderner Geschäftsgebäude Einzug. Auf geschichtsträchtigem Boden.
Wieder muss das Team von Dr. Empereur zu einer Rettungsgrabung ausrücken. Hier soll ein modernes Einkaufszentrum entstehen. Um keine Zeit zu verlieren, hat der Bauherr gegen alle Absprachen über Nacht die Hälfte der Grabungsstätte mit einer Betondecke versiegelt. Den Archäologen bleibt selbst für die noch zugängliche Fläche nicht viel Zeit. Dabei gab es gerade auf dieser Baustelle eine bedeutsame Entdeckung. Inmitten undefinierbaren Abraums kam völlig unerwartet der Torso einer Marmorstatue ans Tageslicht. Der kostbare Fund wurde in den Werkstätten des Forschungszentrums untersucht und präpariert. Zum Erstaunen des Teams stellte sich heraus, dass man die Marmorstatue eines römischen Kaisers gefunden hatte. Alexandria war über 300 Jahre lang die strahlende Königin der antiken Metropolen gewesen, als auf der anderen Seite des Mittelmeeres der Aufstieg einer neuen Stadt begann. Rom griff nach der Macht im Mittelmeerraum. Im Jahr 31 vor Christus unterwarf das römische Imperium auch das Reich der Ptolemäer. Sie überbauten die griechische Stadt radikal und zwangen Alexandria ihre eigene Kultur auf. Diese römische Prachtstraße verläuft direkt über einem ptolemäischen Wohnviertel. Im Gegensatz zu den Griechen nahmen die Römer das Land mit purer Gewalt. Das Miteinander der Kulturen wurde jäh beendet. Die Römer duldeten keine Herren neben sich. Sie machten die glanzvolle Metropole zu einer Provinzstadt ihres Imperiums. Agnodikes Plan ist gescheitert. Sie muss zurück nach Athen. Aber das Schicksal gibt ihrer Geschichte eine unerwartete Wendung. Auf der Baustelle am Leuchtturm ist ein Gerüst eingestürzt und hat Krates Arbeiter unter sich begraben. Auch er selbst ist verletzt. Das Unglück am Leuchtturm ist die Stunde von Agnodikes Bewährung. Sie wird zur Retterin in der Not. Agnodike kann in Alexandria bleiben und ihr Studium fortsetzen. Als gleichberechtigte Frau unter Männern. Es wird berichtet, dass sie nach Athen zurückkehrte und lange und erfolgreich als Ärztin wirkte. Nur 300 Jahre währte die Blütezeit Alexandrias unter den ptolemäischen Herrschern. Sie waren es, die die Vision Alexanders des Großen Wirklichkeit werden ließen. Sie machten Alexandria zum kulturellen Zentrum der antiken Welt, zum Hort des Wissens und der Wissenschaften.
und zur modernsten Stadt des Altertums mit einer perfekten Infrastruktur, unvergleichlichen Bauwerken und einzigartigen technischen Errungenschaften. Alexandria war seiner Zeit weit voraus. Erst in der Neuzeit wagten sich Stadtplaner wieder an ähnliche Mammutprojekte der Urbanisierung.